So. Setup wieder ein bisschen umgebaut. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. Moment, war diese Lichtpflanze da oben, ist da auch neu. Okay, damit kann ich aber nicht interagieren. Frauen bauen mit Klopapier ein Nest auf der Klobrille. Um das zu verstehen, wir haben gerade ein bisschen über Hamsterkäufe geredet. So, 93%. Experte für Rohdiamanten. Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht irgendeiner von den Händlern hier. Er wahrscheinlich. Oh, du liebe Güte, ein unbearbeiteter Splitter und auch noch makellos. Ein seltener Fund. Oh ja, die meisten Geistersplitter, die ich finde, wurden bereits geschliffen und auf Hochglanz poliert. Die Handwerksmeister der alten Zeit verstanden ihre Kunst, weißt du, aber ich werde ihn so gut es geht polieren. Das ist so ein Unsinn mit den drei Muscheln. Stimmt es, dass er sich für alle an alles erinnert? Es gibt Tage, da möchte ich mich erinnern. Doch an anderen Tagen möchte ich vergessen. Ich werde ihn jetzt nicht besuchen. Weiß, wer Licht gebrauchen könnte? Der hier unten an der Mine. Grums gekommen und hat es für mich aufgemacht, aber es war kein kleines Loch, es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen, die Dunkelheit tut weh. Das haben wir ja inzwischen. Bin mich eingefallen, in die Höhle sind wir nicht mehr gegangen, weil wir da ja gestorben sind sofort. Weil wir noch nicht dieses Blitzding hatten. Was ist das? Herzförmige Eiche, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Moki gemacht wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wem die Eiche gehört hat. Dem von der Höhle hat die Eiche schon gehört. Meine Eichel! Endlich habe ich genug abgenommen, um meine eigene Eichel zu sehen. Ich werde sie nie wieder loslassen. Großes Geisterlichtgefäß. Geisterlicht kann bei freundlichen Kreaturen gegen verschiedene Gegenstände Verbesserungen eingetauscht werden. Aber das wissen wir doch. Das haben wir schon zigmal gemacht. Okay, ich dachte eigentlich, die Höhle wird ein bisschen länger dauern. Gehen wir zum Kartentyp.
Nanusch, Honomim, Hichalamagan, Abe, Iwatok. Ich decke jetzt alles auf. Auch wenn ich dadurch den Bonusschaden verliere gerade. Dürfte eh nicht so viel sein, was ich übersehen habe. Aber wollen wir doch mal die Lichter wegbringen. Ja, das Erz kann ich nicht aufdecken lassen, ne? Oder hier, Quarlocks Tal hat 97%. Jetzt habe ich die Aufdeckungskarten geholt und sehe nichts, was diese 3% ausmacht. Ach, Moment. Alles gut. Ich bin ein bisschen Banane. Sehe ich auch gerade nicht, weil ich teleportiere. Links oberhalb vom Teleporter sind wir schon 10-mal drüber gegangen. Da ist nichts. Das ist anscheinend Anzeigefehler oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall kann ich da nichts holen. Ja, Kacke. Ach, ich weiß wieder, wie ich da hingekommen bin. Auf der anderen Seite durch den Sand. Stirb mal eben. Das ist schon wieder ein paar Minuten her, dass ich hier rumhantiert hatte. Fällt dir ein, so langsam zu fliegen? Obwohl, normalerweise brauche ich den gar nicht. Ich kann doch selbst einen Ball schießen. Ah. Thank you.
Windruinen. Komisch, hier ist gar kein Wind. Ich glaube, hier wird die Geschichte erzählt vom Baum. Okay, ein paar Sachen gibt es zu finden. 17%. Ups. Entschuldigung.
Ha, doch im Land der Raketenwürmer. Upsala. Oh, ich bin hängen geblieben an der Seite. Oh mein Gott. Das ist nicht so einfach. Na! Och, man muss von Anfang an immer anfangen, ey. Also langsam bin ich entnervt. Wird der immer schlechter.
Oh, wie kann das denn sein? Ich hab sogar, ey, RB gedrückt sofort, nachdem es runterging. Da hätten die wenigstens diesen Zwischenschritt, bevor du aufs Trampolin geht, als Safe Game nehmen können. Nein! Raus! Ja! Ich sehe schon, wie alle diesen Abschnitt hassen werden. Nur der Trauerkamm steht uns im Weg. Weiß, wo das ist. Keine schöne Ecke.